Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 13. Februar. Jan aus Wien hier und ich darf euch die Woche durch den Geek Talk Daily begleiten. Ich habe heute 9 Themen für euch vorbereitet. Intel, Xiaomi, Google Pixel, Google Assistant, Alexa, WhatsApp, Huawei, Adidas und Beats X. Wir beginnen mit Prozessoren von Intel. Dort gibt es eine kleine Neuerung oder eine kleine Neuvorstellung. Intel hat jetzt neue 8-Kerner vorgestellt. Die alten Haswell-CPUs werden auslaufen. Dementsprechend gibt es jetzt neue Modelle für Server sind die größtenteils gedacht. Zusätzlich gibt es auch ein ganz, ganz neues Spitzenmodell. Das wird 24 Kerne besitzen. Preismäßig aber nichts, was man sich zu Hause hinstellen wird. Die beginnen dann irgendwo bei 9.000 US-Dollar, sind vor allem für sehr zeitkritische Live-Systeme gedacht. Stichwort neue Prozessoren, auch Xiaomi hat hier neue Pläne. Der Smartphone-Hersteller aus China möchte in Zukunft eigene Chips entwickeln. So selten ist die Idee nicht. Samsung macht das mit dem Exynos, Huawei macht das mit dem Kirin, Apple macht das mit den eigenen A-Prozessoren und der jeweiligen Nummer hinterher. Insofern, ja, warum auch nicht Xiaomi? Die wollen ja weiterhin wachsen und mehr Smartphones verkaufen. Auch da würde sich natürlich dann ein eigener Prozessor entsprechend anbieten. Bis wir hier was sehen, wird es allerdings auf jeden Fall noch dauern. Auch bei allen anderen Herstellern hat es durchaus einige Zeit gedauert, bis dann von den ersten Plänen zu den echten CPUs ging eben einige Zeit ins Land. Wir kommen zum Google Pixel und dem Google Assistant. Dort gibt es einige Neuerungen jetzt. Vor allem ist neu, dass Home Control Einzug erhält. Der Google Assistant lernt damit im Endeffekt quasi eure Smart Home Geräte zu bedienen. Mit diesem neuen Home Control Hub ist es damit möglich, zum Beispiel Geräte von Belkin, Vimo, Nest, Philips und Samsung zu steuern. Damit wird im Endeffekt ja der Sprachassistent entsprechend erweitert. Gerade auch in die Nutzung von Google Home gedacht, ist das natürlich ein sehr praktisches Feature. Großes Problem auf der anderen Seite ist allerdings, dass der Google Assistant aktuell nur auf den Google-eigenen Geräten zur Verfügung steht und da auch nur auf den neuesten, also auf den Pixel-Geräten. Da dürfte es endlich Gott sei Dank eine Änderung geben und auch weitere Geräte dürften bald unterstützt werden. In einer neuen Alpha der Google-App findet man jetzt schon die Unterstützung zum Beispiel für das Nexus 6P. Das wäre auch noch ein Nexus-Gerät, das auch noch mehr oder minder Google-Hardware, auch wenn sie von einem anderen gebaut wurde. Aber auf der anderen Seite auch für aktuelle Top-Modelle von Alcatel, das Idol 4S oder aber zum Beispiel für das Galaxy Note 5. Wir kommen von Sprachassistenten von Google zu Sprachassistenten von Amazon. Dort gibt es ein kleines Update für den Amazon Tab. Den gibt es leider aktuell nicht in Europa. Wäre ein relativ spannendes Gerät. Im Endeffekt ist es ein Echo, der einen Akku eingebaut hat und über Bluetooth ansteuerbar ist. Also quasi so eine klassische Bluetooth-Box, wie sie wahrscheinlich viele Leute zu Hause haben, zum irgendwie Musik hören von ihrem Smartphone. Und die kann aber auch Amazon Sprachassistenten. Mit einem Update jetzt kann die da auch immer quasi zuhören. Bisher musste man eine Taste drücken, um Alexa zu starten. Ab sofort geht das auch quasi als Always-On-Box. Das bedeutet, ich kann einfach mit dem entsprechenden Codewort den Sprachassistenten dann auch direkt auf der Box starten und muss nicht jedes Mal vorher eine eigene Taste drücken. Das wertet die Box natürlich sehr massiv auf. Generell wäre der Tab ein sehr spannendes Gerät, meiner Meinung nach. Aktuell gibt es die aber eben leider nicht in Europa. Ob sie auch jemals den Sprung über den großen Teich schaffen, bleibt weiterhin leider fraglich. Neuigkeiten gibt es bei WhatsApp. Die bieten jetzt seit wenigen Tagen die Zwei-Wege-Authentifizierung direkt für ihren Messenger an, erhöhen damit also nach der Verschlüsselung jetzt auch die Sicherheit in diesem Segment sehr deutlich. Dazu gibt es einen 6-stelligen Code und den muss ich jedes Mal eingeben, wenn ich mich auf einem neuen Gerät quasi anmelde. Da das wahrscheinlich relativ selten der Fall ist, wird dieser Code auch ab und zu mal währenddessen quasi nachgefragt. Ja, bleibt euch überlassen, im Endeffekt das Feature ist ausgerollt, jeder kann es aktivieren und so die Zwei-Wege-Authentifizierung direkt auf seinem Smartphone mit WhatsApp nutzen. Kleine Smartphone-News noch, diesmal von Huawei. Die haben jetzt ein eigenes Customer Service Center in Deutschland eröffnet, konkret in Berlin. Das ist insofern eigentlich nichts Neues, aber zumindest für den Standort etwas sehr Neues. Huawei betreibt bisher schon in China, Italien und Spanien eigene Stores, jetzt aber eben auch in Deutschland, in Berlin. In diesen Stores ist es quasi möglich, eure Geräte bei irgendwelchen Servicefällen oder Reparaturfällen vorbeizubringen. Was Ähnliches macht ja auch Samsung zum Beispiel schon. Kleine Info noch aus der Welt des Sports. Adidas hat heute bekannt gegeben, dass die MiCoach-Apps eingestellt werden. Das sind die eigenen Fitness-Apps von Adidas. Die Einstellung ist jetzt nicht wirklich überraschend. Immerhin hat Adidas letztes Jahr das österreichische Startup Runtastic aufgekauft. Dementsprechend geht die Richtung eindeutig Richtung Runtastic. Das hat sich wahrscheinlich auch wesentlich mehr durchgesetzt. Die MiCoach-Apps werden mit 31. Dezember 2018 abgedreht. Es gibt ein entsprechendes Import-Feature Richtung Runtastic. Und Nutzer der MiCoach-Apps bekommen auch ein Jahr lang kostenlos Premium-Mitgliedschaft für Runtastic.
Insofern, ja, ich finde eine ganz schöne Lösung. Der Weg war, wie gesagt, eh schon abzusehen. Zuletzt noch eine kleine Apple-Meldung, diesmal nicht aus der Software-Ecke, sondern aus der Hardware-Ecke. Dort wurden ja mit den AirPods damals auch 3 Kopfhörer der Firma Beats vorgestellt, die auch auf den neuen V1-Chip setzen sollen, und die letzten sind jetzt endlich seit vergangenen Freitag erhältlich. Die Beats X liegen in 4 verschiedenen Farben vor, kosten 150 Euro. Im Unterschied zu den AirPods sind sie mit einem Kabel verbunden, haben aber auch eine Kabelfernbedienung. Und eine kleine nette Beigabe gibt's obendrein, wie wir seit letzten Freitag wissen. Es liegen auch 3 Monate kostenloses Apple Music bei. Also für alle, die bei den AirPods noch nicht warm wurden oder lieber etwas anderes wollen. Die Tochterfirma Beats von Apple bietet hier jetzt auch eigene Kopfhörer an. Große Vorteile auch von den Beats X im Vergleich zu den anderen beiden bereits erhältlichen Modellen mit dem V1. Sie werden mit einem Lightning-Kabel geladen, genauso wie eure iOS-Geräte. Das war's für den Montag von mir. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch einen guten Tag. Danke und ciao. Hört mehr Geek Talk.